Schön. Gut, also haben wir hier hinten noch die Nudeln. So, die haben wir auch wieder da. Die brauchen wir noch. Brot. Ich mache wieder. Nichts mehr da, ey. Alles ausverkauft. Mann. Acht Kunden fanden die Produkte teuer. Ja, komm. Milch, Kaffee und Puderzucker. Gehen runter. Oh, wir müssen. So, machen wir hier. Aus. Kaffee. Oha. 9. Puderzucker. 4,50. So. Eier muss ich bestellen. Öl. Puderzucker. Naja, Puderzucker. Öl. Okay, nehmen wir mit. Okay, habe ich voll hier den ganzen Gedöns. Können wir schon wieder aufmachen. Moment. Open. So. Oh, 2,50, komm, hier. Aber Rechnungen müssen wir, glaube ich, noch bezahlen. Moment. Ja, ich bin gleich da, bin gleich da. Rechnungen und dann machen wir jetzt was. Zahlung. Zahlung. Und bezahlt. Frühzeitig auslösen. So, dann haben wir das auch erledigt. Das nehme ich auch weg. Ja, schön. Dann haben wir das nämlich auch weg. Der Käse ist zu teuer für dich. Wieso ist der Käse denn jetzt zu teuer für dich? Was ist denn los mit euch? Ach komm, da haben wir das eben auf 3,70. Aber weiter runter geht nicht. So. Sechsundzwanzig, Dankeschön. 18,50. Ah, sieht mal ganz gut aus. Kann man mal so lassen. Und 2 Bucks zurück. Warum kommen die? $18, bitteschön. Wiedersehen. Jo, er macht erstmal einen dicken, fetten Großeinkauf. Das gefällt mir. Hüllü. Dann füllen wir mal alles auf. Ne? So. Wasser können wir auch gleich noch. Milch ist zu teuer für dich. Ja, komm. Warum ist denn jetzt die Milch schon wieder zu teuer? Na gut. Hat er nicht ja so ein Recht, wa? Machen wir mal 2,60. Sieben 75. Was gibt denn das Summe hier? So, was hast du? 22,50. Oh, Kaffee geht aus. Geht gerade alles aus irgendwie.
Also ich muss nachbestellen. Was muss ich denn nachbestellen? Ich muss auf jeden Fall Nudeln, Zerealien, Kaffee und Tee. Okay. Machen wir sofort. So, dann wollen wir erstmal zurück nachbestellen hier. Also wir brauchen das. Wir brauchen das. Den Kaffee und den Tee. 142 Dollar. Meine Güte. So, den Tee wieder aufgefüllt. Dann werde ich den Kaffee. Bin gleich da. Moment, wartet mal. Prost. Muss noch kurz was holen. So, gehen wir auch. Kann ich das nicht werfen? Wir stehen hier schon Schlange. Ach, verdammt. 40, 75, 36. Du kriegst 87. Wird schon langsam stressig. Jetzt wird das schon langsam stressig hier. Habe ich überhaupt noch Kaffee da? Nee. Die war schon wieder leer, die Dose. Ja, ich komme gleich. Entspannt euch, ich bin gleich da. Du kriegst nicht wieder. Du bekommst nicht wieder. In 25. Und du kriegst 360. Du hast mir gemeckert, dass hier irgendwas zu teuer ist. Sehr schön. 35 Cent. Jetzt geht mir auch noch das Mehl raus. Jetzt geht dann schon alles aus der Erde leer. Ja, das letzte Mehl gekauft, ganz toll. Ja, ich weiß, ich habe kein Mehl mehr. Siebzehn, zehn. So, genug für heute. Reicht jetzt. Mehl einmal nicht gefunden, 7 Produkte zu teuer. Also Stellkosten, Einkommen, 40 Miete, 19 Rechnung. Okay. Nudeln und Brot kann ich hochsetzen. Okay. Nudeln und Brot kann ich hochsetzen. So, die waren bei 3,28, dann machen wir 3,16. Gut, dann nehmen wir das auch. Da haben wir das schon erledigt.
So, dann müssen wir jetzt aber mal wieder shoppen gehen, glaube ich. Dann müssen wir einen Großeinkauf machen. Wir brauchen alles. Brot, Mehl, Öl, Nudeln, Käse, Kaffee, Puderzucker, Eier, Milch. Ich glaube, 190, das geht ja noch. Rums, da fällt alles um. So, dann haben wir den aufgefüllt. Da haben wir das Mehl aufgefüllt. Öl. Puderzucker. Hätten wir noch gehabt. Ach, verdammt. Nein. Nudeln. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch mehr. Aber ich glaube, ich brauche noch Käse wieder, ne? Käse muss ich noch nehmen. Habe ich doch schon. Ah, ja, schon wieder, muss ich sagen. Sehr schön. So. Da haben wir Kaffee. Aber Tee habe ich auch keinen mehr. Da habe ich noch Tee. Tee hatten wir noch. Und jetzt haben wir eigentlich nur noch das Toastbrot, ne? So, das haben wir auch wieder da. Dann können wir auch machen, wa? So, mal gucken wir mal gleich nach den Rechnungen. Ne? 9,73, okay. Und $20 Miete, naja. Je kleiner der Schuppen, desto weniger Geld verbrauchen wir. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Ne? Ich weiß gar nicht, man kann da nicht einsehen, wie viele Tage wir schon haben. Mach auf! Mach die auf. Er ist böse. Weil das Ding steht hier auch ein bisschen blöd eigentlich. Oh, steht das gut. Du willst nur Kaffee? Ja, dann kriegst du nur Kaffee. Rein. Jute leise. 579 haben wir noch. Na, wird langsam Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen höher kommen mit der Kohle. Ist schon manchmal knapp mittlerweile. So. 21 für. Dankeschön. Ach, du willst nur Tee haben? Na dann. Brauchen wir aber auch gerade echt nur Kleckerbeträge, ne? So, Brot, Öl. Dankeschön. $19. Dankeschön. 50 Cent ist hier. So, wir könnten aber mal kurz gucken, was wir für die Lizenzen brauchen. So, da haben wir noch die Lizenz. Könnten wir uns eigentlich mal. Komm, die gönnen wir uns. Dann kaufen wir die neuen Produkte schnell ein. Das wäre Erdnussbutter, Mehl, Olivenöl, Salz, Basmati-Reis und Spaghetti. Genau. So. $2,90 kriegst du wieder. Nur ran. So, Spaghetti.
Spaghetti. Ja, jetzt haben wir es natürlich ein bisschen blöd. Jetzt müsste man eigentlich schon wieder kurz umräumen. Das können wir dann auch noch gleich machen. Die sind bei 6,22, machen wir auf 7. Alles klar. Du kriegst nichts wieder. Du kriegst nichts wieder. So. Räumen wir gleich mal den Basmati-Reis rein. Machen wir 57. Nehmen wir Salz. Da machen Ja, ich bin ja schon da. Was ist denn los mit euch? 40 Tacken, ja, her damit. So, kriegst nichts wieder. Und kein Farinemehl. Ja, du Arsch, so weit bin ich doch noch gar nicht. Stimmt denn mit dir nicht? So, weg mit dir. Da machen wir mal 6 draus. Machen wir 7 raus. Und die Erdnussbutter machen wir. Meine Erdnussbutter machen wir jetzt. So. Jetzt bin ich da. Jetzt können wir weiter machen. Das hätte ich machen sollen, bevor der Laden noch zu war. Das macht ja wohl relativ keinen Sinn. Ja. Oh, du willst noch Bier haben, ne? Was da? Farinemehl steht da unten. Kind. Oh, du kriegst auch noch was Bier. Mann. So. Ja, ich muss Mehl einkaufen, Mensch. Ich muss Mehl kaufen. Jetzt geh mir nicht um Binder, ich muss Mehl kaufen. Und danach wird die erstmal oben gerinnt. 20 Kaffee. Herzlich 50, Dankeschön. So, der nächste Herr, dieselbe Dame, Dankeschön. Jetzt langsam dunkel, jetzt sehe ich gleich wieder nichts. 41, 70. Kaffee muss ich schon. Kaffee, Käse. Ja, ich bin gleich da. Einmal. Stress hier. Käse. So. Im Baum gehen, geht man nicht. 56, 60. Dankeschön. Dankeschön. 26, 60. Danke. 60 kriegst du wieder. Dankeschön. Ja, ich habe kein Brot mehr drin. Bin ich immer. 63, Dankeschön. Prost. Schluss jetzt. Mal einmal umbauen hier.
Bisschen Ordnung will ich ja schon hier drin haben jetzt, ne? Das ist jetzt leider schwierig. Der Kaffee. Ich da hinten auch nochmal. Nicht mehr. Aber die Kiste ist voll. Hier. Das wäre der Reis. Werde ich nicht hin. Okay. So, Mehl, Öl muss ich. Mehl, Öl und die. Das noch rein. So, dann kann ich jetzt auch eigentlich oben tun. Sehr schön. So, das Öl kommt da hin. Das Öl kommt da rein. So. So, dann kommt da oben das Mehl hin. Das Mehl da drunter. So, was haben wir hier noch? Tee und Kaffee. Tee da oben hin. Wieder drunter. Schön. Der Kaffee kann ich auch gleich mit dran. So, Brot. Da kann ich unten reinmachen. Reis kommt dahin. Kommt übers Brot. So, das kommt da rein. Entsorgen. Wir entsorgen Kisten. Wir entsorgen Kisten. Jetzt kommen die ganzen leeren Kisten weg. So, weg. So, die kommen da. Das Öl brauche ich gerade nicht. Die Kerzen mal da rein. So, der Käse kommt auch da rein. Milch kommt da rein. Yay, wir kriegen Ordnung in den Bunker. Ich bin begeistert. Wasser muss ich. So, was habe ich jetzt hier noch? Da ist noch eine leere Kiste, die kann ich auch weg. Salz habe ich. Salz kann da rein. Puderzucker. Wo haben wir denn mal den Puderzucker hin? Kann ich eigentlich hier neben dem Basmati-Reis gehen, in dem und hier. Hier ist leer. Das Öl kann auch weg. So, was ist das hier noch? Amerikas. Gibi! Dann können wir ab den Tag beenden. Tag 7 haben wir beendet. So, Öl, Mehl geht runter, Salz, Milch geht hoch. Dann machen wir mal 3. Das ist so.
Okay. Öl ging runter, glaube ich, ne? Machen wir auch hier. Ich glaube, der Reis ging auch noch runter. Nee, der nicht. Auch nicht. Mehl. Das nicht. Machen wir mal 370 draus. So. Was mit dem Zeug? Ja, dann gehen wir mal einkaufen, oder? Gehen wir mal eine Runde shoppen, würde ich sagen. Das brauchen wir, das brauchen wir, das brauchen wir, die brauchen wir, die brauchen wir. Die kann ich immer gebrauchen. Das Mehl und das. So. Für 200 Tacken einkaufen. Dann reicht der, Alter. Noch höher stapeln ging nicht, wa? So, da haben wir den Basmati-Reis. Alles auf die Straße gefallen, ey. Mehl. So, dann machen wir mal den Tee da oben hin. Wasser wieder auffüllen. Ach so, ich hab ja hier das Wasser wieder wegstellen. Ja, schön. Blöd. Oh, Brot mal voll. Und das Mehl machen wir auch noch voll. So, dann können wir eigentlich den Schuppen schon mal wieder aufmachen. Ne? Und da holen wir uns die letzte Kiste mit den Nudeln, die kommen da auch. Wir hätten uns eigentlich noch einmal Spaghetti bestellen können, ne? Spaghetti und Salzbrühe nochmal bestellen. Ja, Spaghetti, Salz und Eier. Lass mal noch gleich mitbestellen. Einmal das, einmal das und einmal das. Lass mal für 63 Euro Dollars nochmal bestellen hier. So, dann können wir es hier nehmen. Dann machen wir das Salz nochmal voll. Hallo. Und dann machen wir die Spaghetti noch. Sehr schön. So, gut. Ja, bin gleich da. Bin schon da. Dann haben wir das auch weg. 19,50. Dankeschön. Sehr schön, sehr schön. Das läuft ja richtig gut bis jetzt. Können wir uns nicht beschweren. Ein Dollar zurück. Haben das jetzt auch schön sortiert. Ja, die Eier sind hier wieder zu teuer, ist klar. 28, 20, danke schön. So, kriegst du jetzt wieder. Sehr schön, du hast zweimal Spaghetti gekauft. 14 Dollar. Dankeschön. Super, das freut mich. Das ist doch gut gelaufen bis jetzt. 29,70. Ah, ein bisschen Kohle kommt rein. Wir können aber wieder ein bisschen nachfüllen. Dann haben wir nochmal eine Nudel, die wir nachfüllen können. Dann haben wir noch ein paar Patties, die wir nachfüllen können. Was haben wir noch? Das Mehl können wir noch nachfüllen. Na, lass doch mal los. So, was ist das? Ich glaube, was Martyrs konnte man auch machen. So, dann wir die beiden jetzt passieren hier. Aha, der schwarze Tee ist zu teuer für dich. Dann lauf woanders. Um die Ecke. Bioladen.
so langsam kommen wir der Sache näher, würde ich sagen. Auch kohletechnisch. Oha, machst du Großeinkauf, ja? Warte, 36 Dollar. Dankeschön. 43,40. Wieder, das waren 27 Dollar. 36,90. Muss mir hier noch kriegen. Na, jetzt geben sie aber Gas hier, würde ich sagen, ne? Was ist denn da oben? Da fehlen die Spaghettis. Habe ich nicht mehr, ne? Ach, einmal habe ich noch. Also, ich muss jetzt bestellen. Spaghettis muss ich nachbestellen und Mehl und Oliven. Gut, dann lass mal bestellen hier. Spaghettis, Olivenöl, Mehl 1 und Mehl 2. 104 Dollar, gehe ich mit, meine ich. So, danke schön. 36,90 plus wieder. Du guckst schon wieder Fury. Warte mal. Unterwegs! Und scheiße, man, ich will bloß, wenn ich kenne, ey. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? 29. Sehr schön. Eine Flasche Olivenöl. Hier war ich zurück. Danke. 5 Dollar gibt es zurück. 59 gibt es zurück. Ich werde gerade komplett leer gekauft, Mann, ich komme nicht zum Nachkaufen. So, sind wir jetzt durch oder was? Ja, schön, mach mal nicht an. Alter, bin ich schnell geschafft hier. Was war denn hier unten noch? Mehl brauche ich nicht. Spaghettis brauche ich noch nicht. Kaffee ist alle. Kaffee und Reis. Käse kann ich auch noch mal bestellen. Wo ist der Reis? Ah, nicht. So, nicht mehr. Dankeschön. Und Käse muss die anderen nachstellen, wenn ich auch den. Mann. Ich muss gleich ein Kassierer einstellen. Das geht. Das geht ja mal gar nicht mehr. Ich komme ja gar nicht mehr voran hier. 40 Öcken, Dankeschön. Cool, ist auch nochmal 36. 70. Falscher Betrag. Alles zu Ende. Reicht. Was ist los mit euch? Ich Cent kriegst du wieder, ne? Und du auch 30 Cent. So, Feierabend, Schluss jetzt hier, recht. Was stimmt denn mit euch? So, naja, haben wir immer noch 50% Profit gemacht, eigentlich. Spaghetti gehen hoch, Tee geht runter.
Und den auf 55. Und die Spaghetti machen wir dann auf 58. Sehr schön. So, den haben wir jetzt leer. Das sind die Eier, die sind voll. Das ist gut. Da haben wir noch einmal Olivenöl, das ist auch noch voll. Mehl. Mehl ist voll. Das mit dem blauen Mehl ist noch eins dazu. Okay. Dann muss auch mal nachgefüllt werden. Öl. Kaffee. Hier wäre auch der. Wir machen jetzt mal Rechnungen und bestellen das mal ein. Das macht ja so keinen Sinn. So, warte mal. Einstellen. Oh, Supermarkt Level 10 muss ich dafür sein. Na gut, dann wird das noch nichts. Ich kann noch keinen einstellen, weil ich noch nicht Supermarkt Level 10 bin. Na gut, machen wir das später. Da müssen wir jetzt erstmal gucken. Das wäre das Zeug. Dann müssen wir gleich erstmal einkaufen. Was haben wir da noch? Da haben wir nochmal Nudels. Die können wir da oben mitpacken. So, da muss ich jetzt bestellen. Aber die Cerealien da unten liegen verkehrt. Das ist schon mal scheiße. So, ich muss kaufen. Brot, Aufstrich, Puderzucker. Ja, reicht auch gut. Mehr brauchen wir gar nicht. Das geht ja noch. So, also. Wir brauchen den. Wir brauchen das. Und wir brauchen das. 60 Dollar. Dankeschön. So machen. Und den Puderzucker. Sehr schön. Da hätten wir das auch schon mal. So, wir eigentlich müssten wir uns noch eine Lizenz kaufen, finde ich, für die nächste. Können wir aber auch noch nicht, da müssen wir Supermarkt Level 9 sein. Also sind wir noch gar nicht so weit. Dann lassen wir das erstmal so. Dann lassen wir das erstmal alles so weiter. Ne? Siebzehnneunzig. So, und ein Dollar zurück. Aber was mich noch irritiert, ist, dass man den Namen hier oben nicht ändern kann. Das finde ich noch ein bisschen blöd. Anpassung kommt bald. Ich denke, meine Anpassung wird dann nachher auch mit dem Namen drin sein. Hoffe ich zumindest. Wäre auf jeden Fall schön, wenn er mal reinkommen würde. Weil nur Supermarkt. Ich weiß hier nicht. So, 20 Tacken. Wir können aber einmal Kaffee kaufen. Wir können 44, 74, den können wir mal kaufen. So. 1, 3, 4, 5. Den Kaffee können wir uns schon mal. Ja, findest du wieder zu teuer? Ja, dann geh doch mal. Tschüss! Hau rein, komm nicht wieder. Arschloch. So.
hier. Nein, das kriegst du wieder. Und du kriegst 90 Cent. So, Nudeln. Haben wir noch Nudeln da hinten? Ich glaube nicht. Also kaufen wir noch Nudeln. Dann bestellen wir noch mal Nudeln. Sehr schön. Reis muss ich auch gleich wieder nachbestellen. Reis, ja, kann ich eigentlich auch kaufen. Den Reis kann ich auch schon mal nachbestellen. Den können wir schon mal nachkaufen. Ja. So, was hast du hier? 38,90? Alles klar. Und das sind 13,50 nochmal. Ups, falscher Betrag. Schön. Das sind 25. Danke. Ach du Scheiße, kein Mehl mehr. Also, komm schnell weg. Hab doch hier noch genug Mehl. Ist doch hier noch Mehl, was ist denn los mit euch? Hätten wir auch noch Mehl. So kann ich die jetzt auch heben. Ups, dann. Alter, was ist denn mit euch los auf einmal? Was macht ihr mit meinem Puderzucker? Was stimmt mit euch nicht? Kann ich den jetzt da rausnehmen? Oh. 33,50. 35 für. Dankeschön. So, was haben wir da? Fehlt da unten was? Nein, da fehlt nicht. Da fehlt auch nicht. Alles soweit gut, ne? Oh. Milch. Käse. Shit. Milch. Käse. Ey, du hast die Milch nicht genommen. Jetzt. Ja, Moment, ich muss Milch auffüllen. Und Käse. So. Ach, $10, Dankeschön. Und 10,50. $8. So, Dankeschön. Das haben wir auch noch. 31,60. Und das wird noch. So, wie sieht das uhrzeittechnisch aus? Das sieht noch ganz gut aus. Kaffee bräuchte ich noch. Kaffee, Tee. Öl. Oh Mann. Jetzt geht's los hier. Öl. Realien. Mehl. Dankeschön. So, das haben wir noch geholt schnell. Wieder. Kann gerade nicht, komm gleich wieder. Wo willst du hin? Das meint ja die Ladentheke. Und mit ihr nicht. Spaghetti gehen ja auch raus, aber das ist schon jetzt. Das war klar, jetzt ist sie vorbei.
komme. Schön. Und 60 Cent zurück. Einmal, zweimal. So, du kriegst 3 €, 3 $ wieder. Gut, da ist eine Karte, 47. Das sind 22, die du wieder kriegst. Schön. Und bald. So, wir hätten auch diesen Griff geschafft. Damit haben wir den 9. Tag auch geschafft. Haben richtig gut Gewinn gemacht. Na, aber liebe Leute, das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Werden wir dann weiterspielen. Freut mich und ich bedanke mich bei allen, die eingeschaltet haben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin. Oh Gott, ich hasse es, Ihnen das Herz zu brechen. Aber du weißt ja, wie das ist. Okay, danke. Du kannst mich jetzt runterlassen.